Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um den Sensor an eurer Kamera. Je nachdem, wo und wie ihr fotografiert, kann es früher oder später passieren, dass ihr mal einen sogenannten Sensorfleck habt. Was ist ein Sensorfleck? Ein Sensorfleck ist eine Verunreinigung direkt auf eurem Sensor. Da hilft es auch nicht, wenn ihr euer Objektiv noch so sehr putzt, denn diese Verunreinigung, diesen Fleck werdet ihr dann auf jedem Foto haben, denn der Fleck ist nämlich nicht im Objektiv, sondern direkt auf eurem Sensor. Jetzt kann man seine Kamera einschicken zum Fachhandel, kostet zwischen 80 und 120 Euro und das Ganze mal professionell reinigen lassen. Aber wer jetzt nicht ein absoluter Grobmotoriker ist und Steine mit dem Hammer zerklopft, der kann das auch ganz einfach zu Hause selber machen. Ist gar nicht so schwer, wie manche denken und kann man sich ruhig rantrauen. Wie das Ganze funktioniert, wie einfach es eigentlich funktioniert, dass ihr euren Sensor selber reinigt, egal ob spiegellos oder ich habe hier noch eine 700D, da werde ich es euch auch mal zeigen, mit Spiegel, das zeige ich euch im Video. Woher wisst ihr jetzt also, ob ihr einen Sensorfleck habt oder einfach nicht nur eine Verunreinigung auf eurer Linse? Das Ganze ist ziemlich einfach. Als allererstes, wenn ihr zum Beispiel auf Fotos feststellt, dass ihr mit der gleichen Linse immer fotografiert und ihr habt plötzlich Flecken auf dem Foto, die immer an der gleichen Stelle sind, dann deutet es ja darauf hin, dass irgendwo eine Verunreinigung entweder im Objektiv oder auf eurem Sensor sind. Deshalb, da würde ich als allererstes immer mal einmal das Objektiv reinigen und dann gibt es eine ganz einfache Methode zu sehen, ob es immer noch eine Verunreinigung gibt. Und zwar mache ich das bei mir so, ihr nehmt entweder ein weißes Stück Papier oder eine weiße Wand und dann macht ihr ein Foto davon. Ganz wichtig ist, dass ihr ein Foto macht mit ziemlich geschlossener Blende, also das Möglichste, was geht. Ich habe hier zum Beispiel mal ein Testfoto gemacht, weiße Wand und habe hier eine Blende 22 eingestellt. Dann habe ich ein Foto gemacht und dann habe ich ganz deutlich gesehen, auf der linken Seite habe ich zwei Sensorflecken bei mir drauf. Ich zeige es euch hier mal. Die Flecken an sich, ihr seht es links, wer es noch nicht gesehen hat, ich kreise euch das nochmal hier rot ein. Warum müssen wir jetzt die Blende so weit zumachen? Das zeige ich euch auch nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blende 4 wählen würde und ich mache das gleiche Foto nochmal, das machen wir jetzt hier und dann zeige ich euch das mal. Dann seht ihr auf dem Foto links, ich kreise es hier auch nochmal rot ein, haben wir auch die Sensorflecken, aber die sind eben nicht mehr so deutlich zu sehen. Durch die Schärfentiefeverlagerung werden sie sehr schwammig, sehr durchsichtig und mir fällt es vielleicht nicht sofort auf, nicht auf jedem Foto, dass dort eben ein Sensorfleck eine Verunreinigung drauf ist, auf meinem Sensor. Deshalb, wenn ihr es prüfen wollt, heller Hintergrund, macht die Blende so weit wie möglich zu, macht ein Foto und dann seht ihr in der Regel auch, ob dort eine Verunreinigung drauf ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es vielleicht doch am Objektiv liegt, dann wechselt vielleicht mal das Objektiv, nehmt ein anderes Objektiv, macht das gleiche nochmal und wenn die Verunreinigung hier an der gleichen Stelle ist, dann ist klar, dann habt ihr einen Sensorfleck bzw. eine Verunreinigung bei euch auf dem Sensor drauf. Jetzt kann man Folgendes machen. Jetzt kann man das Ganze einschicken, wenn man sagt, okay, ich traue mir das überhaupt gar nicht zu. Oder man reinigt das Ganze selber. Es gibt hier professionelle Reinigungssets für den Sensor. Wovon ich euch allen abraten möchte, ich habe schon die tollsten Sachen auch im Internet gelesen. Geht da nicht mit einem Wattestäbchen rein, geht nicht mit Toilettenpapier oder mit einem Reinigungstuch oder was ich schon alles gelesen habe. Tut euch selber einen Gefallen, macht das nicht, damit macht ihr euch nur euren Sensor kaputt. Wirklich, das ist wirklich ernst gemeint. Nicht irgendwelchen Quatsch aus dem Internet, hier hilft dir selbst oder tausend tolle Tricks, wie ich meine Kamera selber kaputt machen kann. Lasst es weg. Holt euch ein professionelles Reinigungsset. Ich habe zum Beispiel mir auch eins geholt. Das kostet um die 30 Euro, da ist aber alles dabei und da könnt ihr mehrfach eure Kamera mit sauber machen. Wenn ich mir so ein Set hole, ich zeige euch das mal. Ich habe mir eins geholt, das besteht aus so einem Blasebalg, mit dem ich quasi Verunreinigungen schon mal von meinem Sensor runterpusten kann. Dann besteht es aus einer speziellen Flüssigkeit, speziell für das Reinigen meines Sensors. Das heißt, der Sensor wird damit auch nicht angegriffen. Und ich habe verschiedene Reinigungsstäbchen. Die sind hier so Vakuum eingeschweißt, damit auch kein Staub ankommt oder keine anderen Verunreinigungen. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn ihr das kauft, dann achtet darauf, die gibt es in verschiedenen Größen. Und zwar diese Stäbchen, das zeige ich euch nochmal her. Die haben hier oben so einen Reinigungskopf. Diesen Reinigungskopf gibt es in verschiedenen Breiten. Ich habe zum Beispiel hier für Vollformat 24 mm. Hab den APS-C-Sensor, der ist ja wesentlich kleiner, also auch von der Höhe niedriger. Dann braucht ihr 16 mm. Gibt es noch für andere Formate.
Aber für diese beiden, ich habe jetzt hier Vollformat und APS-C, achtet darauf, was ihr kauft. Denn wenn ihr das passende Stäbchen dafür kauft, dann könnt ihr das in einem Zug euren Sensor sauber machen. Müsst nicht hin und her wischen, sondern das Stäbchen passt von der Breite genau auf euren Sensor. Und ihr zieht damit nachher rüber und damit reinigt ihr das Ganze. Das werden wir auch gleich mal machen. Wie fangen wir jetzt an mit der Reinigung? Ich fange mal an hier mit meiner EOS RP. Das ist ja eine spiegellose Kamera. Das heißt, so wie ich mein Objektiv hier abgenommen habe, sehe ich natürlich auch sofort meinen Sensor. Als allererstes würde ich empfehlen, und hört auch auf, was ich auch schon gesehen habe, reinpusten hier auf den Sensor. Hört auf damit. Da kommen kleine Tröpfchen, die ihr, keine Ahnung, mit an den Lippen habt oder was, das fällt auf den Sensor. Das macht es nur noch schlimmer mit. Lasst es. Als allererstes macht ihr Folgendes. Ihr dreht die Kamera mit dem Sensor nach unten. Dann nehmt ihr hier diesen kleinen Blasebalg und pustet damit mal richtig schön rein. Schön auspusten das Ganze. Warum nach unten halten, ist ganz klar. Wenn ihr das nach oben haltet und ihr pustet hier rein, dann macht ihr ein lustiges Karussell für die Fussel oder Krümel, die ihr hier drin habt. Aber die fallen ja natürlich nicht raus. Also, Kamera umdrehen und hier mit dem Blasebalg schön auch mal in die Ecken und alles auspusten. Wenn ihr damit fertig seid, dann packt ruhig euer Objektiv schon mal mit drauf wieder und macht nochmal das gleiche Foto. Guckt, ob es das vielleicht schon gewesen ist. Oder ob der Sensorfleck immer noch da ist. Vielleicht ist es was Hartnäckigeres, dann ist es damit noch nicht getan. Bei mir ist es so, ich habe es schon probiert, dass die Verunreinigung geht nicht weg. Also nehme ich auch hier mein Reinigungsmittel. Das macht ihr jetzt ganz einfach. Man kann sich jetzt Handschuhe anziehen, antistatische etc. Man kann auch einen Chirurgen beauftragen, der das Ganze macht. Ich nehme dafür keine antistatischen Handschuhe. Ich gucke einfach, dass meine Umgebung ziemlich staubfrei ist. Ich habe vorhin mit so einem Luftbestäuber, womit man zum Beispiel die Pflanzen Wasser mit bestäuben kann, habe ich hier einmal durchgestaubt. Das Ganze bindet so ein bisschen diesen Staub, der in der Luft ist, und dann reicht es auch schon. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Sensor, lege mir die Kamera hin, dass ich drauf zugreifen kann, und dann öffne ich ein so ein Stäbchen hier. Die ganzen, wie gesagt, das Ganze ist vakuumverschweißt, damit hier wirklich auch kein Staub rein kann. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr jetzt mit den Fingern nicht hier vorne diesen Reinigungspad anfasst. Ihr seht es, hier vorne ist so eine kleine weiße Spitze und da ist ein spezielles Tuch drauf, das ist staubfrei und das passt. Dann nehmt ihr die Reinigungsflüssigkeit. Steht bei meinem Set auch so in der Beschreibung. Bei manchen steht drin, dass ihr das auf den Sensor träufeln sollt. Bei mir steht es richtig drin, 2 Tropfen hier vorne auf dieses Stäbchen geben. Und das machen wir mal. Das braucht ihr auch nur auf eine Seite geben. Wirklich 2 Tropfen. Das zieht nämlich durch auf beide Seiten. Dann lasst es einen ganz kleinen Moment einwirken, damit es sich auch verteilen kann. Ups. Ja, dann sehe ich nämlich schon, es geht hier auf beiden Seiten, befeuchtet sich das Ganze und dann ist das Stäbchen auch schon fertig. Und dann nehmt ihr eure Kamera in der Hand. Ganz wichtig ist jetzt hier, dass ihr das ganz genau aufsetzt. Und zwar passt das Stäbchen von der Breite, ihr seht es hier, genau auf meinen Sensor. Und dann passen wir das hier oben ein und ziehen das in einem Zug von der einen Seite ganz langsam zur anderen. Dann nicht rausnehmen, sondern ihr kippt es einfach und zieht es mit der jetzt noch sauberen Seite einfach nochmal zurück auf den Sensor. Und dann rausnehmen. Das Stäbchen auch gleich weglegen, nicht nochmal nehmen, das ist ganz wichtig. Und dann sollte eure Verunreinigung eigentlich weg sein. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal testen. Ihr packt nochmal das Objektiv rauf. Das machen wir jetzt auch gleich nochmal. Und dann machen wir mal das erste Foto. Und dann schauen wir mal, ob die Verunreinigung jetzt verschwunden ist. Ihr seht, bei mir sind die Verunreinigungen jetzt verschwunden. Ich habe auch vorher mal reingeguckt hier auf meinem Sensor. Ich habe es nicht gesehen, wo da jetzt das Staubkorn ist. Ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls, jetzt ist es verschwunden. Das heißt, ich kann dann ganz normal jetzt wieder weiter fotografieren. Hier ist es günstig, denn ich habe natürlich den Sensor offen liegen. Das Ganze funktioniert natürlich aber auch, wenn ihr den Sensor durch den Spiegel verdeckt habt. Eure Kameras, ich habe hier meine APS-C-Kamera, die 700D. Die haben dann eine manuelle Reinigungsfunktion. Also bei Canon ist das auf jeden Fall so. Und die zeige ich euch mal. Und zwar gehen wir hierfür ins Menü der Kamera. Bei mir ist es jetzt hier das Menü mit dem Schraubenschlüssel, gelb. Und da ist es Menüpunkt 3 mit diesem Schraubenschlüssel. Und da steht Sensorreinigung. Das Ganze klicke ich mal an. Und dann steht jetzt hier unten manuelle Reinigung. Nicht automatische Reinigung, nicht jetzt reinigen, sondern manuelle Reinigung. Und wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich, dann sagt er mir bei oben bei manueller Reinigung, Spiegel klappt hoch, Sensor reinigen. Das heißt, wir gucken jetzt vorher nochmal rein. Ich zeige euch das nochmal. Wenn wir jetzt hier vorne reingucken, dann sehe ich meinen Sensor nicht, sondern ich sehe den Spiegel, der davor geklappt ist. Heißt, mein Sensor ist verdeckt. Ich könnte das Ganze jetzt nicht reinigen. So, jetzt packen wir das Objektiv mal wieder rauf
und dann werde ich mal, oder vielleicht geht es auch so, ich probiere es mal, ob es so geht. Ich mache das Ganze mal auf. Ihr seht, der Spiegel ist jetzt vor meinem Sensor und jetzt gehe ich mal auf manuell reinigen und jetzt bestätige ich, Spiegel klappt hoch, Sensor reinigen. Da gehe ich mal auf OK und dann müsste der Sensor hochklappen. Ja, genau. Jetzt ist der Spiegel weg und ich habe freies Feld auf meinen Sensor. Das heißt, ich kann das Gleiche jetzt hier auch machen. Ich kann das Ganze einmal auspusten, drehe die Kamera einmal um. Ich zeige es euch hier nur, es waren auch keine Sensorflecken drauf, deswegen zeige ich es euch nur mal. Aber wenn ich es schon mal auf habe, kann ich es auch mal sauber machen. Und dann könnt ihr das Gleiche eben mit diesen Reinigungsstäbchen machen. In dem Fall bräuchte ich 16 mm, ist ein APS-C-Sensor, ist also kleiner. Dann schraube ich hier wieder mein Objektiv rauf. Und dann muss ich in dem Fall bei Canon meine Kamera einmal ausschalten, dann klappt der Spiegel wieder runter und die ganze Sache wäre erledigt. Das war's. Ihr seht, das ist wirklich einfach. Wenn man ein klein bisschen Fingerspitzengefühl hat, kann man sich da auch gerne rantrauen. Das ist nicht weiter problematisch. Jetzt stellt sich immer die Frage, ich habe auch schon ganz tolle Sachen gelesen im Internet, ich reinige meinen Sensor immer mal wieder. Leute, das ist nicht euer Auto, was alle Woche mal in eine Waschanlage muss, sondern ein Sensor. Meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, würde ich immer nur dann reinigen, wenn wirklich auch eine Verunreinigung drauf ist. Denn der Sensor an sich ist schon ziemlich sensibel und jedes Mal, wenn ihr darüber geht oder das vielleicht mal verkantet, so ein Stäbchen, lauft ihr natürlich doch irgendwo Gefahr, vielleicht eine Beschädigung hervorzurufen. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Sensorreinigung kann man gut alleine machen, ihr habt es gesehen, da passiert nichts. Die sind auch nicht so sensibel, wie manche das darstellen auch und sagen, ah, das muss unbedingt professionell gemacht werden. Denn derjenige, der hier euren Sensor reinigt, der macht nichts anderes, wie ich es euch eben gezeigt habe. Aber trotzdem, ich würde es euch empfehlen, macht so eine Sensorreinigung manuell wirklich nur, wenn ihr eine hartnäckige Ablagerung drauf habt, die ihr sonst überhaupt gar nicht wegbekommt. Vielleicht habt ihr selber euren Sensor schon mal so gereinigt oder ihr sagt, nee, ich bringe meinen lieber weg und überlasse das den Profis, dann lasst mir doch da gerne mal einen Kommentar zu da. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr den Sensor schon mal selber gereinigt oder vielleicht jetzt, nachdem ihr das Video gesehen habt, sagt ihr, okay, das probiere ich auch selber mal aus. Dazu lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch jetzt vielleicht auch zutraut, euren Sensor, wenn ihr mal einen Sensorfleck drauf haben solltet, selbst auch zu reinigen, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem der meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.